Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die der Meinung sind, sowas hier ist super, super geil. Richtig, ich meine genau nämlich die Leutchen, die gerne fremdes Eigentum anstecken. Ob Häuser, Autos oder Gartenlauben, Garagen, Mülltonnen, irgendwas. Und sich wirklich daran erquicken und das absolut geil finden, wenn irgendwas in Flammen steht und ordentlich lodert und brennt. Wisst ihr was? Ja, dann an der Marmel! Sag mal, seid ihr beknackt oder was? Ihr könnt doch keine fremden Häuser anzünden! Stellt euch mal vor, da ist euch jemand drin! Ein Kind oder sowas! Oder ein alter Mensch oder so! Der sich nicht so schnell befreien kann. Der verbrennt da drinnen, Mann. Der geht drauf. Und selbst wenn er nicht verbrennt, dann erstickt er. Sag mal, habt ihr was geraucht oder was? Das kann doch nicht sein. Echt, ja wirklich einer am Abel. Da geht so ein Blutdruck da. Wie kann man sowas eigentlich machen? Fremdes Eigentum anstecken. Seid ihr beknackt oder was? Stellt euch das mal vor. Ihr liegt irgendwie abends im Bett. Und dann werdet ihr wach. Und alles ist voller Qualm und Rauch. Oder irgendwo sind die Flammen drumherum. Würdet ihr das witzig finden? Und das nur, weil das so geil aussieht, wenn was brennt? Sowas nennt man Pyromane. Das ist eine absolute Straftat. Und dann am besten noch in der Freiwilligen Feuerwehr sein. Und der erste vor Ort, der das Feuer löscht. Ja, ist richtig. Ihr seid wohl nicht ganz dicht, oder was? Euch müsste man wirklich Kopf über den Baum aufhängen. Und zwar nicht an den Beine, sondern das, was dazwischen ist. Wenn überhaupt was dazwischen ist. Freunde, lasst euch mal von mir erwischen, wenn ihr da gerade irgendwo rumzündelt oder sowas. Ich schwöre euch, dann mache ich euch mal eine richtige Ansage. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!